Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Heute ist ja eigentlich der Update-Tag, aber es kam gar kein Update heute. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es dann spätestens morgen kommen sollte, da glaube ich auch keine Skins mehr geleakt sind und deshalb werden wir jetzt eben halt keine ganze Woche machen, wo gar keine neuen Skins mehr reinkommen. Deshalb bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das Ganze morgen kommen sollte. Wird ja wahrscheinlich auch wieder ein größeres Update, können wir uns auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Und ich habe gestern auch ein Video hochgeladen zu den besten Landing-Spots in dieser Season. Könnt ihr auch gerne auschecken, war eine Menge Arbeit. Ich glaube, ich habe daran 4 Stunden oder so gesessen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das auscheckt. Ihr könnt natürlich auch gerne diesen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch in Zukunft nichts. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an und dort haben wir heute den Traumskin drin, dazu dann die männliche Version, den Luminous-Skin. Ich mag diese Skins eigentlich relativ gerne, ich finde diese Farben sehen eigentlich immer relativ nice aus mit diesem blau-lilanen. Dazu gibt es dann noch die Astral-Axt-Spitzhacke und dann die Splitterbucht-Lackierung sowie den Arcana-Gleiter, den haben wir auch glaube ich alle kostenlos bekommen irgendwann mal, weil Epic Games irgendetwas verkackt hat oder so und dann haben die das eben halt als Entschädigung allen gegeben. Hier haben wir auf jeden Fall als nächstes dann den dunkles Dino-Kommando-Skin, einmal in der Standard-Variante und dann in der violetten Variante. Dann haben wir als nächstes den dunklen Rex mit der Standard-Variante und dann der violetten Variante. Dann haben wir als nächstes dazu dann noch die dunklen Dino-Knochen. Irgendwie gibt es zurzeit manchmal den Bug, dass wenn man hier weiterklickt, also von der weiblichen Version auf die männliche Version wechselt, dass da manchmal dahinter einfach wieder direkt die weibliche Version kommt. Da muss dann immer einmal wieder rausgehen oder es nochmal durchscrollen. Ist manchmal ein bisschen weird und ich hoffe, das fixen die wieder. Wir haben auf jeden Fall als nächstes den Sumpfmann-Skin in der Standard-Variante, blauen Variante, orange Variante und in der violetten Variante. Und dann haben wir den Rennfieber-Skin in 2 verschiedenen Versionen, einmal ohne und einmal mit Helm. Dann haben wir den Armadillo-Skin, war glaube ich auch schon relativ lang tatsächlich nicht mehr im Shop. Dann haben wir als nächstes Saltotastisch. Dann die Spritze-Spektrum-Lackierung, ich glaube das ist sogar eine neue Lackierung. Oder auf jeden Fall relativ neue Lackierung, ich weiß gar nicht, ob die jetzt insgesamt neu ist. Steht leider nicht neu dran, weil da eben halt schon dieses Animierzeichen steht. Deshalb weiß ich nicht, ob die tatsächlich heute neu ist oder ob die vorher schon mal drin war. Aber wenn, dann ist es das maximal 2. Mal, dass sie drin ist. Als nächstes haben wir dann mutige Haltung und dann noch den Zusammenreiß-Emote. Die ganzen Travis Scott-Items sind natürlich wieder draußen. Das heißt, jetzt nur noch der schön kleine Shop. Hatten wir ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Vorher Deadpool-Shop, danach eben mal Travis Scott-Shop und jetzt endlich mal wieder ein kleiner Shop. Das war es dann auf jeden Fall mit dem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.